Guten Morgen, liebe Videofreunde. Morgen. Wann immer ihr das auch seht. Ja, wir sind wieder auf dem Campingplatz SPO. Und zwar sind wir vorgestern hier weggefahren, weil wir hatten in Ohlsdorf gebucht. Und da sind wir hingekommen und da haben wir einen Stellplatz zugewiesen bekommen und der hat uns überhaupt nicht gefallen. Da waren wir ganz unglücklich, ne? Wir hatten nichts anderes. Nein, also die sind überfüllt, überhaupt die Campingplätze und sie konnten uns das nur anbieten und das war so eine ganz kleine Bucht, die rechts und links sehr hoch bewachsen war von Hecken. Und dann hätten wir noch nicht mal unsere Markise ausziehen können und war auch von der Lage her, hat uns das auch nicht gefallen, wenn ich ehrlich bin. Und dann sind wir hin, beziehungsweise haben hier erst angerufen, wieder auf dem Campingplatz, wo wir ja davor waren, Campingplatz SPO, weil uns das so gut gefallen hatte. Und haben ganz höflich gefragt, ob die doch noch irgendwas hätten mit Strom. Wir würden dann auch 5 oder 6 Tage bleiben wollen. Und das war dann möglich. Und dann sind wir wieder zur Rezeption von dem Campingplatz Ohlsdorf und haben gefragt, ob mal es möglich ist, dass wir wieder fahren, weil uns der Platz nicht zusagt. Und die war total nett und freundlich. Ne? Ja. Hat gleich gesagt, ist überhaupt gar kein Problem. Michael hat gefragt, ob wir was bezahlen müssen. Wir hätten es auch gemacht für den Tag. Ne? Ja. Aber wir müssten gar nichts bezahlen, also die waren total freundlich gewesen. Ja, und dann sind wir wieder hier zurück zu dem Campingplatz gefahren. Und also dieser Campingplatz SPO, der ist sehr, sehr schön. Also uns gefällt es hier sehr gut. Wir sind direkt in der Nähe hier auch vom Deich, wo man laufen kann. Und vor allen Dingen, man hat eine wunderbare Sicht hier. Man steht auch nicht so eng. Es gibt noch den Campingplatz Biel. Das hatte uns der Bernd Rüdiger Risto noch gesagt. Der ist direkt vorne am Deich in dem Ort Ording hier und der ist aber wieder eng. Also da stehen die Wohnmobile doch sehr eng und hier hat man wirklich richtig schön Platz, kann seine Markise ausziehen, ist nicht gleich beim Nachbarn mit im Wohnmobil drin, sondern hat wirklich Freiraum und das gefällt uns persönlich hier besser. Und wir können den Platz hier wirklich empfehlen, sind auch sehr freundlich hier, gibt eine gute Ver- und Entsorgungsstelle und alles ordentlich, Flaschen abgeben und so, alles sauber. Sanitären Anlagen können wir nicht beurteilen, weil wir alles dieses Jahr im Wohnmobil handhaben und wir sind jetzt doch froh, weil wir ja immer gesagt haben, wir legen nicht so viel Wert auf Dusche. Duschen gehen wir sowieso meistens auf den Campingplätzen, aber das hat sich dieses Jahr ja nur erledigt, für uns persönlich zumindest. Und sind wir echt froh, dass wir die Dusche von Malibu haben. Also die ist wirklich, wirklich gut. Man hat wirklich Platz drin und ist auch gut sauber zu halten. Ne? Ja. Also einwandfrei. Ja, und alles Weitere erzählen wir euch nach dem Frühstück. Jetzt frühstücken wir erstmal. Genau, Prost. Frühstück ja schon. Prost. Stößchen. Auf den schönen neuen Tag mit Sonne. Bis nachher. So. Fertig gefrühstückt und immer wieder schön hier zu sitzen, Tür offen, rausgucken, Leute beobachten. Ja, ist doch schön, wenn früh morgens so der Campingplatz zum Leben erweckt. Ich finde das total schön, wenn das so alle langsam aus ihren Mobilen rausgekrabbelt kommen und die erste Tür geht auf die zweite und dann ja wieder Campingplatz dann einfach so ein bisschen zum Leben erweckt. Ich finde das total schön. Und es ist einfach herrlich. Und das liebe ich halt eben jetzt besonders, wenn man jetzt hier drinnen sitzt. Draußen ist ein bisschen frisch und windig. Und so kann man trotzdem noch ein bisschen geschützt sitzen und haben trotzdem Offenheit und sind mittendrin im Leben. Also ich finde das herrlich. Gestern waren wir mit den Fahrrädern. Wir haben uns Fahrräder gemietet hier. Unterwegs und sind in den Ort mal reingeradet. Da kann man hier wunderschön am Deich entlang fahren. Und und dann wollen wir heute nach, wie heißt das? Westheber? Westheber? Ja, so irgendwie. Zu dem Leuchtturm fahren. Da kann man wohl auch mit dem Auto hinfahren. Wir wollten erst mit dem Fahrrad fahren, aber
eine Tour 14 Kilometer und wir keine E-Bikes, sondern ganz normale Strampelräder und ich Rückenprobleme. Das wird nichts. Und da haben wir gesagt, nee, heute brauche ich mal einen Austrag. Wir fahren mit dem Auto und gucken mal, ob wir da mit dem Auto hinkommen. Ne? Mhm. Ja, und ja, ich habe ein Problem. Also ein Problem habe ich hier im Malibu und das ist leider Gottes, ich hatte es befürchtet, die Matratze. Die ist definitiv zu hart für mich. Ich komme damit nicht klar. Ich kann in dem Auto sehr schlecht schlafen, weil die Matratze einfach für mich nicht geeignet ist. Definitiv zu hart ist. Und ich habe jetzt heute früh schon telefoniert mit der Firma G&S. Und die ist allerdings in Kaiserslautern. Und da muss man hinfahren und auf Probe liegen. Und dann kann man an dem gleichen Tag, die fertigen das am gleichen Tag noch an. Oder am nächsten Tag, am nächsten Morgen dann halt eben zurückfahren. Und also das wird, glaube ich, doch vor dem Auszugssystem die erste Anschaffung werden. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man nicht schlafen kann oder mit Schmerzen schlafen soll. Also werden wir leider nochmal investieren müssen. Solarpanel, ja, ne, haben wir auch jetzt im Urlaub festgestellt, wäre schon doch nicht schlecht. Ja, wir werden das kombinieren mit einer neuen Batterie, mit einer Lithium-Batterie. Da werden wir vom Gewicht her aufs selbe kommen, was sie jetzt wiegt hier. So, dass wir wieder auf Null sind, ne? Ja. Ja. Und ja, das sind noch so ein paar Sachen, die wir dann doch uns noch anschaffen wollen, so nach und nach. So, ihr Lieben, jetzt werden wir in den Tag starten und werden mal das Auto rüsten und machen mal eine schöne Tour heute. Gell? Ist ja nicht wohl. Nö, mal gucken, was uns noch so einfällt. Wir können ja auch noch nach Büsum fahren. Ist auch nicht weit, uns das noch angucken. Wir werden irgendwas finden heute. Auf jeden Fall heute nicht Fahrrad fahren. Jedenfalls nicht viel. Ich meinen Rücken schon leider. Ja. Tschüssi. Wir sind schon wieder müde. Tschüss.